Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Ratchet & Clank, dem Remake für die PlayStation 4. Wir haben im letzten Part Skid Mac Schieß mich tot den Super Hoverboard Star gerettet und können uns jetzt eigentlich aufmachen zum nächsten Planeten selber, entweder an einem Hoverboard-Rennen teilnehmen oder dann diese eine komische Basis von Captain Quark hat uns ja auf eine Selbstmord-Mission sozusagen angesetzt. Das könnten wir auch sonst angehen. Wir gucken uns aber jetzt erstmal noch eben fix auf den Planeten um, weil da hinten ist noch was. Ich sehe da noch etwas. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Gucken wir uns doch mal die Map an. Irgendwie kommen wir da, glaube ich, noch nicht hin. Da scheint uns noch irgendein nettes Spielzeug zu fehlen. Offensichtlich. Mal schauen. Ich will noch mal kurz gucken. Irgendwie habe ich das Gefühl... dass man von da oben hätte irgendwie noch da darüber gekonnt, weil da ist ja noch ganz viel Unentdecktes. Das sollten wir uns wenigstens noch mal kurz angucken. Nicht, dass wir da irgendwie was Tolles vergessen zurücklassen. Das wollen wir ja nicht. Das wollen wir ja nicht. Oh, ein bisschen Hells. Mr. Zircon. Hells. Ah, wir sind wieder voll, alles klar. Vorhin habe ich ja echt mal eine gewatscht gekriegt. Hier wird noch gebaut. Jo, einmal bitte nach oben fahren. Muss gerade mal gucken. So. Ich glaube, da, wo wir den Agenten gerade getroffen hätten, wenn der uns nicht durch die Gegend geportet hätte, dann hätten wir von dort an, glaube ich, tatsächlich woanders hingekonnt. Niu, einmal hinab wieder. Mr. Zircon, ah, ist voll. Kein Platz für weitere Mr. Zircons. So. Dann gehen wir nochmal schnell da lang. Zack, zack. Aber man muss ja sagen, diese goldene Schraube, die ist doch schon ein bisschen einladend. Da will man ja dann doch irgendwie hin. Man will schon den Weg finden. Kann aber durchaus sein, dass wir erst noch ein Gadget brauchen, das wir halt jetzt noch nicht haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber Versuch macht klug, ne? So, okay. Dann hier nach oben. Jo. Weil jetzt sind wir doch ganz oben. Da ist es doch auch. Da hinten ist das. Kann ich über den Zaun laufen? Oh, nee, über den Zaun laufen geht nicht. Ah, mal gucken, ob man da irgendwie hinkommt. Ah, ich sehe hier schon was. Ich glaube, das haben wir noch nicht, oder? Ratchet brauchte Magnetstiefel. Vielleicht würde er welche im G34-Nebel finden. Nee, rüberfliegen ist auch nicht drin. Wir können es einmal von diesem einen Randstück ausprobieren. Ansonsten werden wir wahrscheinlich tatsächlich erst die Magnetstiefel brauchen. Aber wir können ja mal versuchen über den... Ah, oh, nee. Ihr seht, das funktioniert nicht. Es ist nicht gewollt, also lassen wir das. Oh, was haben wir denn da? Jo, aber noch ein Kartenpaket gefunden. Sehr schön. Holokarten. Müssen wir gleich mal auch wieder gucken, was wir da inzwischen so eingesammelt haben. Na gut. So, das soll es dann gewesen sein. Dann verlassen wir den Planeten fürs Erste. Ich muss gerade noch den Weg zurück zum Schiff finden. Und dann würde ich sagen, gehen wir als Nächstes erstmal auf die Selbstmordmission. Gucken wir mal, was Captain Quark denn da Schönes mit uns vorhat. So. Einmal gerade noch zum Gadgetron-Händler. Moin. Mr. Zircon möchte gerne aufgerüstet werden. Du kannst erstmal Munition und so kaufen. Jo. Aufrüsten. Mr. Zircon möchte aufgerüstet werden. Diese Trommel ist halt auch gut. Aber unser normaler Brenner, ah, da geht aktuell nicht mehr. Da müssten wir erstmal, oder wären die dann aktiv hier? Ah. Dann erstmal den Brenner. Weil es halt die Hauptwaffe ist, die sollte man auch schon aufleveln, weil das ist halt das Ding, womit man am meisten arbeitet. Zumindest am Anfang noch. Es kommen noch ein paar ziemlich coole Waffen und dann schwenke ich auch sehr um. Also ich habe schon so eine kleine, für mich auf jeden Fall für die, was sich als wirklich sehr, sehr effektiv rausgestellt hat, ist dieser Pyro, dieser Feuerwerfer, weil er einfach gegen diese ganzen kleinen Gesocks-Gegner unglaublich gut ist. Und später noch eine andere, ich will aber noch nicht spoilern, was da noch kommt.
Also wir haben einmal den Nebel. Findet das streng geheime Belag-Forschungsprojekt. Diese Anlage erfordert hochentwickelte Ausrüstung. So etwas könnten wir auf Rilga finden. Aber wir brauchen erst noch einen Dietrich, alles klar. Also Rilga, reise zur Hoverboard-Veranstaltung. Durchsuche die Kanalisation nach einem Dietrich. Ausprobieren? Ja, hilft ja wohl nichts, ne? Also, auf geht's. Hoverboard ausprobieren. Rilga, geh zum Kartensammlungsmenü, um neu erhaltene Karten zu sehen. Ach ja, müssen wir auch gleich nochmal machen. Bevor ich das wieder vergesse. Ich bin ja ein Meister darin, Dinge zu vergessen. Und ein Meister des Tankens. Also ich habe schon so ein paar Titel mir angeeignet. Also, ne? Oh, sieht ja sehr verregnet aus. Ob das beste Wetter für einen Hoverboard-Wettbewerb ist? Hm. Ist ja nicht Need for Speed hier. Underground oder sowas. Oh, flauschig. Er ist so flauschig. Ich habe mir gestern die Blu-ray vorbestellt. Vielleicht habt ihr bemerkt, dass wir einen kleinen Amöboiden-Ausbruch verzeichnen. Ja, was soll's. Unsere Sicherheitsteams arbeiten hart daran, diese Kreaturen zu beseitigen. Doch zuerst müssen sie aufwachen, sich waschen, Zähne putzen und hierher fahren. Das ganze Prozedere. Ja, übliche. Wenn wir ankommen, setzt das Rennen aus. Bleibt bitte in euren Häusern, während wir die Krise bewältigen. Vielen Dank. Jo, alles klar. Erledigen also, wir diese Amöboiden. Ich will mein neues MacMax Hoverboard ausprobieren. Groovytron und den Verpixler. Oh, 15.000 kostet der Verpixler. Oh je, meine. Und Groovytron, der kostet 800, aber ich will erstmal den Verpixler. Der Verpixler ist cooler als der Groovytron. Ich spoilere euch noch nicht, was die Waffen machen. Einmal die Map öffnen. Durchsuche die Kanalisation. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich jetzt erstmal hier rückwärts, denn ich denke mal, das wird zur Kanalisation führen. Wenn nicht, werden wir es sehen. Ich sehe da schon Gegners. Alle unbefugten Organismen ergreifen und beseitigen. Oh, scheiße. Vernichte, was du willst. Wow, holy shit, der trifft aber gut. Was haben die für Waffen, dass die mich treffen? Das geht nicht. Das ist nicht okay. Wieso habe ich das nicht ausgelöst hier? Na komm, ich wollte dich auslösen. So. Mr. Zuchon braucht keine Bones. Er bezahlt mit Schmerzen. Weiß ich doch, Mr. Zorkorn. Weiß ich doch. Ist hier jetzt noch irgendwas? Lass mal gerade mal gucken. Hier hängt irgendwas aus dem Lüftungsgedönse rum. Sieht richtig einladend aus. Ich gebe ja mein Bestes. Wir werden gleich wieder auf Gegner treffen. Mach dir da mal keinen Kopf, du. Du wirst noch genug Arbeit kriegen. Ich höre eklige Geräusche, ich sehe aber nichts. Ah, die kämpfen gegen diese Viecher. Alles klar. Ich will auch vernichten. Ich glaube, gegen die Dinger können wir am besten unsere Feuerwaffe einsetzen. Gegen diese grünen Schleimklumpen da. Das geht, glaube ich, am besten. Jawohl, so. Hier ist also eine kleine Epidemie ausgebrochen. Aber haben alles im Griff. Wir haben alles im Griff. Das sollte kein Problem sein. So, was haben wir hier? Ist ja noch irgendwas versteckt? Ne, hier fliegt nur, fährt nur so ein haiartiges Wesen entlang. Da muss man sich nicht unbedingt drum kümmern. So, hier irgendwas noch im Raum? Ne, alles klar. Mr. Zorkorn, wir brauchen dich wieder. Granatenwerfer, wir brauchen dich auch. Ich höre irgendwelche Geräusche. Ich weiß nicht, was sie bedeuten. Ah, keine Munition mehr. Das ist schade. Gott, da kriegst du eine Trommel hier. Bom, bom, bom. Ah, das war's. Brücke ausfahren. So, ist hier noch irgendwas? Die Tür ist verschlossen. Leben brauchen wir nicht. Es gehen langsam die coolen Waffen aus. Das ist das Problem. Wir müssen jetzt leider schon langsam auf die Standardwaffe wechseln. Ich glaube, wir wechseln doch auf den Brenner. Oh oh. Weißt du, wie man ausgelöscht wird? Jo. Hey, ihr seid aber fett und eklig.
Fett und Matt. Oh, die teilen sich auch noch. Matt. Warte, vor euch gibt es, glaube ich, mal hier diese Trommel. There we go. Und noch ein bisschen Feuer zum Schluss, dann hau das auch hin. Das Groovytron? Ich. Was? Ich hätte gerne das Groovytron, aber das kostet so viel Geld. Ach nee, ich habe genug Geld fürs Groovytron, aber ich hätte lieber den Verpixer zunächst, muss ich gestehen. Ich finde den cooler. Die ist auch neu, die gab es damals im Original nicht. Also ist auch ein bisschen was hinzugekommen. Es ist halt wirklich ein Remaster. Und was ich mir jetzt noch als nächstes wirklich wünschen würde, was auch, glaube ich, schon angekündigt ist, ist ein Remaster von Crash Bandicoot. Das wäre auch nochmal richtig gut. Das war halt damals auch so ein großartiges Ding. Ne? Auch wenn der Sony-Oberchef Crash Bandicoot hasst, es hat sich halt als das Maskottchen für die Sony-Sparte entwickelt. Und ich finde ihn cool. Bums! So. Okay. Habe ich... Was? Beseitigen, das klingt schon gut. Da wird schon wieder irgendwas beseitigt. Hier habe ich jetzt nichts zurückgelassen. Nein, alles gut. Dann gehen wir mal kurz, ich muss den Optionsknopf finden, da. In das Kartenmenü. Ein paar Karten wieder gesammelt. Dann mal schauen hier. Paket öffnen. Da ist auch ordentlich was drin. Skid McMarks. So. Wir haben 6 Duplikate. Du hast genug doppelte Karten, um diese gegen eine neue Karte einzutauschen. Oh, cool. Drücke Dreieck zum Eintauschen. Ja, okay, ich will aber jetzt nicht das eintauschen. Um eine Karte einzutauschen, markiere eine Karte und drücke X. Viel Erfolg bei Vervollständigung deiner Sammlung. Okay, ich möchte... Kann ich schon irgendwelche Waffen? Heldensatz, nehmen wir doch das hier. Du hast einen Satz vervollständigt. Die Anzahl der Bulls, die du verdienst, erhöht sich um 5%. Also wir kriegen Bonus, wenn wir das machen. Ne? Also... Vollständige Holokarten sichern dir die ewigen Bewunderungen von Sammlern in der gesamten Galaxie und einige Verbesserungen für deine Ausrüstung. Aber eigentlich geht es um den Respekt der Sammler. Okay. Also sobald wir wieder 5 Duplikate haben, können wir nämlich dann gucken, wenn wir irgendeine Karte hier seht ihr, überall fehlt uns eine. Ne? Und dann lohnt sich das eben halt, das zu ersetzen, haben den Satz voll und kriegen dann ein paar Boni. Ja, entspann dich. Nicht so schnell. Mach doch mal, schieb mal nicht so einen Stress hier. Wupp, so. Einwohner von Blackwater City. Statt eines Sicherheitsteams haben wir einen ganzen Schwung Ex-Thermabots in die Stadt entsandt. So, bumm. Wollen wir doch schon das Groovytron kaufen? Nee, komm, wir sparen. Ich will erst den Pixler. Also bleibt bitte in euren Häusern. Was ist denn da hinten los? Erstmal gibst du eine Protonentrommel da jetzt rein. Und dann machen wir noch ein bisschen Feuer. Ah, scheiße. Feuer scheint nicht die beste Wahl gewesen zu sein. Nein, die haben Waffen. Feuer ist schlecht. Feuer ist ganz schlecht. Zurück, zurück, zurück. Also die mit den normalen Waffen schießen wir am besten echt wirklich einfach so kaputt. Wenn nicht die Fettmeier in den Weg kommen würden. Ist da gerade ein Panzer? Scheiße! Ich habe das Gefühl, ja, da ist ein Panzer. Scheiße. Oh! Oh, er geht kaputt. Also man macht Damage, das ist wichtig. Ah, da hinten so Tanks, alles klar. Das ist seine Schwachstelle, wenn wir keine Granaten mehr über haben. Die! Wir müssen euch ausrotten. Wahrscheinlich nicht. So, erstmal. Zeug looten. Was ist das hier? Kann man das kaputt hauen? Ne, kann man nicht. Na gut. So, da können wir gleich einen Knopf drücken. Ich gucke mich aber erstmal um. Ich weiß nicht, was das ist. Hells? Brauchen wir nicht. Da sind noch ein paar Kisten. Das sind wohl alles Geschäfte hier.
Oh, hier gibt's Meereszeug, auch nicht schlecht. Zum Wegschnabulieren. Das ist quasi die Nordsee. Die Nordsee-Filiale im Weltall. Weltall-Nordsee ist das. Wie wir wissen, muss alles, was im Weltall ist, auch mit Weltall heißen. Weltall-Pizza, Weltall-Burger, Weltall-Burrito. Und dann ist das halt eine Weltall-Nordsee. Könnt ihr diesen Knopf drücken? Das macht. Oh, hi. Oh, scheiße. Falscher Knopf. Ich dachte, ich hätte den noch ausgerüstet. Geil wäre es gewesen. Oh, schade. Feuer, Feuer, Feuer. Das war nicht beabsichtigt. So, warte, da fällt er schon runter. Noch nicht runterfahren, ich will erst den Knopf dann noch drücken. Ich habe das Gefühl, das macht mir irgendeinen Shortcut auf oder sowas. Oder auch nicht. Cool. Doch. Irgendwas ist passiert. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken, wo das hinführt. Ah, Raritanium. Schade. Hätte ja klappen können. Da habe ich mich zu früh gefreut. Da habe ich mich eindeutig zu früh gefreut. Das machen wir nochmal. Und besser. Upsala. Nee, okay, wir müssen schon in die Richtung gehen, sonst läuft das nicht. So, nochmal. Jetzt aber. Okay, ganz vorsichtig. So, 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 okay, okay, okay. Gibt's da drin irgendwas zu entdecken? Nö. Aber hier ist Raritanium. Eins nur? Das kann ich ja fast nicht glauben. Wollte gerade sagen, ein bisschen wenig Raritanium. Gott, sieht das hübsch aus, auch die Reflexion und sowas. Also, es ist schon ein damn handsome Game, muss man einfach sagen. Sieht verdammt gut aus. So, ich würde sagen, das hier führt in die Kanalisation. Ja, sieht gut aus. Das ist auf jeden Fall der Weg, den wir gehen müssen. Gehen wir diesen Weg. Fahre mich hinab, Plattform. Das sieht so höhlenartig aus. Ich mag Höhlen. Ich habe nichts gegen Höhlen. Oh, cool. Mr. Zurkon, wir müssen da durch. Ja, irgendwas läuft hier nicht. Ich kann nicht schießen, nicht ordentlich schießen, weil da dieses Ding aktiviert ist. Das ist ja dumm gemacht. Ah, okay, wir müssen erst hier rein. Das hilft nichts. Okay, let's do this. Noch mehr von denen. Noch habe ich Granaten. Ich habe keine Granaten mehr. Oh. Oh, so viele Gegners. So viele Gegners. Okay. Protonentrommel geht raus. Dann, Mr. Zurkon, bitte. Oh. Feuer. Ich keine. Ich wollte gerade sagen, wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Aber es geht. Es geht wieder. Alles gut. Geht weg, ihr müsst sterben. Was für ein Geglibber. Okay. Ich glaube, wir haben es geschafft. I guess. Irgendwie, man musste hier rein. Man konnte nicht oben am Rand chillen. Nein, da war dieses Ding im Weg. Und da kann man nicht schießen. Die denken an alles hier. Nix mit gechillt irgendwie am Rand stehen und einfach nur in diese Grube des Todes, in die Donnerkuppel reinschießen. Da läuft hier nicht. Das führt uns, da kamen wir her, glaube ich, ne? Nee. Ich weiß nicht, wo uns das hinführt, aber wir gucken uns jetzt erstmal da oben um. Hier ist der Knopf. Ich weiß nicht, was dieser Knopf gemacht hat. Aber es scheint irgendetwas super Wichtiges gewesen zu sein. Okay, Hahn, wenn du sagst, dann muss es wohl so sein.
Gut, ihr hört den Hardgreen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir müssen einen Break machen. Wir müssen hier an dieser Stelle einen Break machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder und schauen mal, ob wir den Dietrich in der Kanalisation dann noch ausfindig machen oder nicht. Und vor allen Dingen, wie dieses Hoverboard rennen wird. Bis dahin, euch erstmal viel Spaß. Oh, hat mit dem Öhrchen gezuckt. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Blaufuchs.